Hey, Mahlzeit, Stefan. So, bin gerade am Kochen, habe ich gedacht, komm, stell dich noch schnell die Kamera auf, weil ich muss mich beeilen, die werden schon braun. Die Zwiebeln, Knoblauch, kommen dazu noch schöne Blaze Orange Paprika. Und was ich heute neu probiere, habe ich gedacht, gab es gerade den Edeka von Like Meat. Naturfein geschnetzeltes, rein pflanzliches Hack mit leichter Kräuterwürzmischung. Ohne Gentechnik, Haferextrakt, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, gluten- und laktosefrei. 100% pflanzlich, extra saftig und lecker. Sieht so aus, das Zeug. Und das mache ich mir hier mal schön zu Zwiebeln, Knoblauch, Paprika rein. Und dann gibt es natürlich noch ein bisschen Reis dazu. Ein bisschen Wechselbild, ne? Wieder mal so als kleine Food-Battle-Antwort, ne? Und dann gucken wir mal, wie das schmeckt. Es ist wirklich gerade schön zu sehen, dass es in allen Supermärkten inzwischen Ersatzprodukte gibt und immer wieder neue Sachen hier gerade auf den Markt kommen. Und ich glaube, selbst im Lidl ziehen sie jetzt nach mit einer neuen Produktreihe. Hauptbestandteil sind hier auch Sojaproteinkonzentrat. Soja, Mais, Chili-Pulver, Paprika, Chili, Zwiebel, Knoblauch, Tomaten, Gewürze, Gewürznelke, Cayennepfeffer, Kardamom, Thymian. Ja, sieht gut aus. Riecht so gut. Wenn wir mal probieren, wie das schmeckt zum Beispiel. Ne? Lecker Salat dazu, ne? Das heißt. So, drehen wir mal das wieder runter und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, ein paar italienische Kräuter dürfen natürlich nicht fehlen und noch ein bisschen Pfeffer dazu. Da ist zwar schon ein bisschen drin, aber noch ein bisschen drauf, ne? Und natürlich ein paar Chiliflocken müssen auch noch dazu, ne? Ich glaube, das kann ich jetzt da mal aus der Mühle hier rausnehmen. Kann man, glaube ich, besser so reinschütten. So, unser Reis, jawohl, der ist auch gleich gut durch. Schöner Basmati-Reis dazu, ne? Dann haben wir noch ein bisschen Mango übrig. Lecker, und Maria macht noch einen schönen Salat. Ja, perfekt. So, Dele, jetzt fangen wir mal an zu schöpfen. Na, Stefan, ich hoffe, du hast Hunger. Hier haben wir nämlich erst noch schönen Mangold. Dann haben wir hier natürlich noch frischen Mini-Romana-Salat mit, was hast du da drin, Moos? Paprika und Karottenstreifen. Oh, lecker. Kein Mittagessen ohne Salat. Oh, das ist viel zu viel für den kleinen Teller. Egal, Salat kann man nie genug drauf machen. Dann haben wir noch ein bisschen Basmati-Reis. Ne? Oh, riecht gut. Herrlich. So. Und jetzt haben wir noch dieses leckere Zeug hier, ne? Zwiebeln, Knoblauch, Blaze Orange Paprika und mal dieses neue, ja, hier, Hack. Boah, das riecht gut. Oh, mein lieber Scholli, riecht das gut. So. Müssen wir natürlich jetzt gleich mal kosten. Noch eine Prise Pfeffer drüber, ne? Oh, herrlich. So, mal gucken, wie das schmeckt, hä? Also. Guten Appetit, Stefan. Lass dir schmecken, ne? Und allen anderen da draußen natürlich auch, ne? Esst weniger Wurst und Fleisch, dafür mehr Obst und Mies. Ist gut, hat einen, so einen leicht, sag ich mal, asiatischen Geschmack, Touch. Schmeckt wie Hühnchenfleisch. So. Lang gekochtes, abgerupftes, wie so Pulled Pork, ne? So Pulled Chicken.
Hervorragend zum Reis. Frischer Mangold. Und natürlich Salat. Lecker. Also Leute, lasst es euch schmecken. Und guten Appetit, Stefan, ne? Ciao, macht's gut.